Und da sind wir bei der weiteren Seafan-Mission, Sakura's Dragon Eye. Eine Art Anwesen, wo wir eindringen sollen, um, ja, das Drachenauge zu stehen. Und wir sollen es wieder verlassen auf Schwierigkeitsgrad Sammy. Wir haben noch Truart, da müssen wir 1000 Loot noch sammeln. Und Karas, da dürfen wir niemanden töten. Ich verstehe die Namen nicht, vielleicht ist es einfach nur Fun. Just for Fun, so ein bisschen gewählt. Aber so eine klassische Mission. Ja. Vorsicht! Fängt ja gut an. So, wir haben auf jeden Fall sehr viel Ausrüstung. Moosseile, keine Seilpfeile, wahrscheinlich brauchen wir die auch nicht. Ein paar Dietriche und eine Nachricht. Hier ist wahrscheinlich, ach genau, hier ist die Nachricht von Mel. Von Mel Gibson. Aufpassen. So, die Nachricht brauche ich nicht. Habe ich noch irgendwas? Nee. Okay, dann rein da. Was ist da los? Was ist da los? Schlüssel. Vermutlich nur der Herr, der irgendwas überprüft. Und welcome to Lady Sakura's Manor. Das ist natürlich sehr nett. Wohl doch nichts. Das Ganze hier ein bisschen so anzupreisen. Und hier das Drachensymbol. Wird schwierig, hier unbemerkt durchzukommen. Naja, wir haben ja Moos. Moosis. Oh, die, ich mag diese Stimme. Moment. Mal ein Screenshot. Ich höre auf jeden Fall da hinten ins Teppich. Hier haben wir eine Nachricht. No to our guards, I wish you guys wouldn't be so lazy. Ah, okay. Ob hier ein Benny wieder existiert? Hier ist noch eine Nachricht. Okay, gehen wir da rüber. Was haben wir hier? Gästeliste, Lord Balves, Lady Balves. Warum schreibt man das nicht zusammen? Lord and Lady. Schreibt man eigentlich Lord and Lady. Naja. Richland, Belvedere. Okay, und Lieutenant Hessen. Was war? Und Brother Carador. Ich glaube, ich habe was gesehen. So, schön vorsichtig. Da läuft wahrscheinlich nur im Kreis. Haben wir eine Karte? Nein. Irgendjemand da? Ich glaube nicht. Okay, da läuft im Kreis. Ach, da ist eine Wache. Okay. Komm, The Complete Ktephos Guide to Guarding. Chapter 1. Anything moves that shouldn't check it out. Try not to fall asleep on duty. Keep eyes on ears open. Be kind to be standards. Slaughter all Tephos. Not invited. And don't try come on to T-Scare of treating anymore who is non-hostile. Oh, es geht sogar weiter. But not to have dirty books, beer of wine, food of anything would distract you. Ja. Ah, seine Ausrüstung. Lederarmor, Schwert und Bogen. Und a map. Ja, für das ganze Gebäude. Das ist natürlich auch... Oh, Verzeihung. Oh, allergisch gegen Lesestoff. Wir sollten aufhören damit. Was haben wir denn hier noch? Überall Nachrichten. Hier ist nichts drin. Moment, ich leg das mal wieder ordentlich hin. Was haben wir hier? Lady Sakura. Also an Lady Sakura vom Brother Carbador. Nee. Hab hier noch so ein Sicherheitssystem oder so, was installiert ist. Hier ist auf jeden Fall die Library. Moment, ich kann ja hier auch mal. Ich finde das schön, das sieht cool aus. Schönes Anwesen. Wie gesagt, dafür, dass es... Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. So, du läufst jetzt schön da lang, wa? Was? Hä? Oh, die... Vielleicht waren es Ratten. Das wäre wenigstens ein kleiner... Zeig dich! Okay, es sind zwei Wachen. Oh Mann, ich glaube, das war wohl nichts. Okay, schön hinter dem bleiben. Jetzt ist wieder alles ruhig. Hier bin ich nicht safe. Wer ist da? Wer hat das gesagt? Eine Maskensammlung. Ach, die guten alten Masken. Ich überlege gerade, gab es in der Hauptkampagne noch mehr Masken als nur in der Mission Mask? Komische Geräusche. Beziehungsweise es gab ja noch in Trail of Blood gab es ja noch diese
Okay, jetzt müssen wir auf ihn warten. Gab es ja noch die Baummaske? Aber gab es sonst so Masken? Bei Tuals Anwesen vielleicht? Okay, rein da. Noch eine Tür. Oh, ein Kunstbereich. Kann ich hier oben laufen? Typische Thieves-Standardbilder. Okay, dieser Raum ist unnötig. Okay, das ist sie, oder? Nee, das ist er schon. Was ist da los? Da geht's hoch. Und hier ist der S-Raum. Wie viele Moosweile haben wir? 10. Müsste eigentlich reichen. Oh. Ich kann nicht glauben, dass wir diese Sauerei beseitigen sollen. Küche. Irgend so ein besoffener Hornochse hat im Ballsaal unter den Tisch gekotzt. Hier sieht's aus wie nach einer Schlacht. Diese Stadt ist völlig verlottert. Ich habe vorhin in der Küche eine Frau dabei erwischt, wie sie das Tafelsilber mitgehen lassen wollte. Und das mit einer Unschuldsmiene. Oh Gott, ich muss aufpassen. Oh, cool, der benutzt das sogar. Wer ist so schlau? Hi! Ich kann nicht glauben, dass wir diese Sauerei beseitigen sollen. Irgend so ein besoffener Hornochse hat im Ballsaal unter den Tisch gekotzt. Ich hab nicht viel Zeit, also... Hier sieht's aus wie nach einer Schlacht. Diese Stadt ist völlig verlottert. Ich habe vorhin in der Küche eine Frau dabei erwischt, wie sie das Tafelsilber mitgehen lassen wollte. Und das mit einer Unschuldsmiene. Okay. Wir sind schon fast bei der 1000. Ich will nur mal kurz gucken. Macht er das jetzt jedes Mal? Oder war das nur so zum... Ich guck mal in den Ofen. Ob mein Bratin schon fertig ist. Okay. Jackpot, Leute. Ansonsten dürften wir jetzt hier alles haben. Wobei, ich weiß nicht, ob im Waschbecken noch was ist. Ich speichere mal. Hört mit dem unten... Da ist auch noch so viel Zeug drin. Okay. Der Typ steht hier. Das heißt, ich müsste hier so... Nee, das hört er dann. Oh, das wird schwierig. Wie soll ich denn an den Loot da rankommen? Hört mich hier. Fuck! Wer war das dort? Ich habe es gesehen. Ah, so kann ich nicht reingreifen. Tut mir leid, hier ist nichts mehr. Dachte, da war etwas. Ich kann auch das Licht nicht ausmachen. Keine Ahnung, was das Scheint war. Nichts gewesen zu sein. Okay. Hilfe! Oder wir klauen zum Schluss, wenn wir das Anwesen verlassen sollen. Und holen uns dann die Beute von hier drinnen. So, die Tür ging ja nach da auf, oh. Das heißt, wir müssen... Oh, wir müssen ja der Wachen hinterherlatschen. Wo kommen diese Geräusche her? Scheint wieder alles friedlich zu sein. Ich weiß nicht, was... Okay, der Typ... Was ist das denn hier? Vielleicht waren es Ratten. Ist das auch die Küche? So von der Dings hier müsste es hinhauen. Ne, das ist die Baracken. Die Küche ist hier. Oh, es ist zum Knacken. Ich dachte schon, das gibt's heute nicht. Da wären aber die Dietrich relativ sinnlos. Also ich stelle mir vor, für Einsteiger ist diese Mission relativ schwierig. Wobei 10 Moospfeile sind sehr großzügig. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Okay, wofür ist der denn? I've been real bitch lately. With all the plans of the party and the incidents and getting drunk and scaring off and so. Steht hier irgendwas in den Schlüssel? Nee, steht hier nicht.
Okay. Warte mal. Bannermord. Bannermord. Ja. Also gerade weil hier so verdammt viele Fliesen sind und du musst dir dann gut überlegen, wo setzt du Fliesen ein, Moospfeiler ein und wo nicht. So, das ist die Frau. Nee, das ist der Typ. Was war das? Oh, das war Knappi. So, jetzt gehen wir nach oben. Man kann aber auch die Lichter nicht ausmachen. Das ist ziemlich schwierig. Hier haben wir einen Safe Spot. Ich scheine zu fantasieren. Oh, das war knapp. Was ist da los? Verdammte Ratten. Okay, Licht aus und dann versuchen, an ihn vorbeizukommen. Wer macht da so einen Krawall? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Der ist ziemlich nah. Da drüben ist auf jeden Fall auch noch ein Raum. Sieht er mich, wenn ich jetzt hier ins Licht latsche? Das habe ich gesehen, Schleicher. Er hat's gesehen. Okay, dann machen wir's so. Jetzt setzen wir unseren nächsten Mose ein. Okay, wir waren schnell genug. Drei Räume. Okay, das ist das Badezimmer. Ach so, Body? Body Wash? Was macht das? Ich kann es nicht benutzen. Ich kann es aber mitnehmen, okay. Nee. Dafür vielleicht der Schlüssel. Okay, einer der Wachen, wahrscheinlich der Hauptmann, hatte den Schlüssel zu diesem Zimmer. Nur warum? Das war laut. Ja, diese Kiste ist sehr strange. Jetzt wieder nochmal. Noch ein Schlüssel. Okay, wir bekommen einen Schlüssel, um in einen Raum zu kommen, wo ein Schlüssel ist. Kein Loot. Der könnte wahrscheinlich dann für das andere Zimmer sein. Oh, ja? Wer bist du denn? What the? Oh. Was war denn das für ein Geräusch? Das ist Dragon Eye. Das Auge. Okay, speichern. Wer ist das? Ein bewusstloser Körper. Nee, das ist auf jeden Fall nicht dieser Kura. Ja, nur, das würde ich nicht sagen. Könnte schon sein. Man weiß es ja nicht. Ich kann es so sagen. Gut, er hat jetzt den Käse. Das ist ein guter Austausch, denke ich mal. Der ist genauso viel wert. Eigentlich sogar ein bisschen mehr als das Auge, aber. Ist jetzt mal so dahingestellt. Ich mag es nicht, wenn da jemand herumschleicht. Hier könnte man gut was verstecken. Das kenne ich aus anderen Fanmissionen. Kackes Revenge, glaube ich, war so ein Versteck. Ja, wie komme ich jetzt an den Typi vorbei? Ich versuche es jetzt mal ganz, ganz slow. Oh, es funktioniert. Es funktioniert. Ach du Scheiße. Uns heute na, was gibt's Neues? Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Lord Anders hat schon seit einiger Zeit keinen Bericht mehr erhalten. Aber es soll nicht gut aussehen.
Ich fürchte, der Baron könnte den Krieg auch hier beginnen. Du machst dir zu viele Gedanken. Diese Stadt ist eine Festung. Die Mechanisten werden uns bei der Verteidigung der Stadt schon helfen. Kein Grund zur Sorge. Dein Vertrauen in die Mechanisten in allen Ehren. Trotz allem sind sie auch nur eine Splittergruppe der Hammeriten. Okay, schaffe ich das? Dewdrop? Wir brauchen noch 60 Loot. Die können wir aus der Küche klauen oder von hier aus gibt es ja goldene Würfel. Okay, mehr gibt es in diesem Level nicht zu sehen. Das ist auch alles, was wir machen können. Okay, wir kommen hier natürlich nicht durch, ohne gesehen zu werden. Und die Küche wollte ich zum Schluss ausplündern. Das heißt, wir legen uns einen Weg fest. Wir rennen dann einfach zur Küche, holen da den Loot, schnappen alles und hauen ab. Weil ich glaube, anders kann man das hier nicht lösen. Hier ist nichts. Oh, tanzen wir ein bisschen. Yay! Okay, wir müssen hier kurz ein bisschen... Warte mal, wir haben Schlüssel. Was war denn das für ein Geräusch? Du bleibst nicht lange stehen. Ich hab's einfach eingesperrt. Hilfe! Oh, hier sind die ganzen Gäste. Was ist das? Hier drüben! Schnapp ihn doch jemand! Was ist ein Weg? Hilfe! Hilfe! Haltet ihn hier vom Leib! Ein Dieb! Er darf doch nicht! Wo bin ich denn? Ich hab ihn einfach gesehen, er steckt hier irgendwo. Wer ist das? Gut, damit war das die Mission. Ich habe den Schlüssel wenigstens noch liegen lassen, dass die wieder rauskommen. Ach verdammt, mir hat doch noch was gefehlt. 100 Loot? Aber ich habe alle Taschendiebstähle bekommen. Ja, na gut, es ist glaube ich doch eine ganz gute Einsteigermission. Dadurch, dass man 10 Moospfeiler hat und vielleicht hat man die auf jeden Schwierigkeitsgrad, was ich glaube, weil wir haben auf Experte gespielt. Und das war ja eigentlich nicht so schwer. Was für mich schwerer war, versuchen das durchzughosten, den Loot mitzunehmen, ohne gesehen zu werden, bei so vielen, sag ich mal, Positionen, wo man nicht mal das Licht ausmachen konnte. Ich habe keinen Lichtschalter gesehen. Also, keine Ahnung. Das hat mir nicht so gefallen. Aber das ist nur meine persönliche Challenge, das so zu spielen. Ich denke mal, geplant war es dann eher, die Leute auszunocken. Was ich jetzt bei dem großen Balsa nicht so verstanden habe, weil da gab es ja wie gesagt die Flasche und die Würfel, die nicht unzwingend notwendig wären, aber vielleicht für 100% Leute, ich glaube, dann soll man da alles K.O. hauen. Kann ich mir nicht anders denken. Naja, kurz und knapp gebe ich dieser Mission 2 von 5 richtigen Drachenaugen. Das war Sakuras Dragon Eye. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns zur nächsten Sea-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.